Also du kriegst hier draußen vom Soundcheck auch alles mit. Ja, auf jeden Fall krass. Ja, ich gehe mal davon aus, dass das Ding nächstes Jahr noch gigantischer wird. Obwohl ich noch nichts gesehen habe davon. Hat ja noch nicht angefangen, aber ich bin so gespannt. Servus, Stadtkollege. Ich mache mich gerade auf den Weg nach Miltenberg. Ja, Miltenberg ist in meiner Heimat. Das ist quasi unsere Kreisstadt, Landkreis Miltenberg im westlichen Unterfranken. Und da findet heute das erste Gaudi-Dart-Event statt, und zwar beim Lechnerwirt. Lechnerwirt ist hier bei uns jedem ein Begriff, denn der stellt dieses riesige Holzzelt auf der Michaelismesse, bei uns sagt man Michelsmess, dahin. Das ist ein großes Volksfest und da geht immer richtig was ab. Die Michaelismesse ist vor einer Woche zu Ende gegangen. Die läuft immer anderthalb Wochen, Ende August, Anfang September. Und ja, das Zelt steht noch. Er hat es extra stehen lassen, weil er sich gedacht hat, Dart ist ja voll geil. Und ja, ist jetzt richtiger Dart-Fan geworden und wollte unbedingt ein Dart-Event ausrichten. Es wird da auf, ach keine Ahnung, 16 Boards gespielt, mit Scolia sogar. Also er hat sich da richtig was kosten lassen. Und wir vom TSV Kollenberg sind da organisatorisch mit dabei, passen da so ein bisschen auf, machen ein bisschen Schiedsrichter und so weiter. Auf jeden Fall bin ich sehr gespannt, wie groß das Event letztendlich wird und wie gut das ankommt. Heute Abend, dann nach dem Turnier, wenn die Sieger ausgespielt sind, wird dann auch Ian White dazukommen. Ian White ist euch natürlich bekannt, 13 PDC-Titel hat er schon eingesammelt. Er ist so ein bisschen auf dem absteigenden Ast, im Moment nicht so gut in Form, aber heute Abend ist er in Miltenberg und da kann man bestimmt auch mal ein Wort mit ihm sprechen oder ein Autogramm holen oder ein Foto zusammen machen. Da freue ich mich auf jeden Fall auch schon drauf. Aber erst heißt für mich mal arbeiten. Was da dann so abgeht, ein paar Eindrücke, die sammle ich euch sicherlich ein und werde ich euch jetzt gleich in dieses Video reinschneiden. Gaudi Dart Event heißt, ja, man soll verkleidet kommen, wenn möglich oder wenn man Lust dazu hat. Also es wird auf jeden Fall wahrscheinlich auch ein feucht-fröhliches Event. Das ist natürlich Geschmackssache, ob man da mehr sich auf den Sport oder auf die Gaudi konzentrieren möchte. Heute ist mal Gaudi angesagt, auf jeden Fall. Die Vorrunde wurde schon während der Michelsmess gespielt, auch auf dem Scolia. Und da hat man sich dann qualifiziert für dieses Finalturnier heute. Da sind dann die Besten der Teilnehmer mit am Start. Und ja, ich bin mal gespannt, wer das Ding dann am Ende holt. Für dieses Gaudi-Dart-Turnier waren allerdings keine aktiven Spieler zugelassen. Also da geht es auch darum, vielleicht potenzielle neue Spieler, neues Interesse zu wecken und für die Vereine ein paar neue Mitglieder bzw. neue aktive Dartspieler zu gewinnen. Das ist auch so ein bisschen das Ziel, glaube ich, von dieser ganzen Veranstaltung. Aber heute gibt es auch noch ein Amateur-Dart-Turnier. Da dürfen dann auch Aktive mitspielen. Amateure, keine Profis. Der einzige Profi, den wir heute sehen, ist Ian White. Das wird jetzt bestimmt eine geile Veranstaltung. Das hier ist der Tempel von der Michelsmess hier direkt am Main. Ja. Und da geht es jetzt rein. Da drin, diesem Riesen, ich weiß gar nicht, Festzelte waren immer so Plane und so, aber das wird einmal im Jahr hier hingestellt und das ist nur für die Michaelismesse. Und da drin ist dann die große Sause und heute ist da drin das große Dart-Turnier. Ich bin mega gespannt. Guckt euch das an. Das ist noch nicht so alt. Das gibt es vielleicht seit 3 Jahren oder so. Also das wird ein Mega-Event. Ich werd bekloppt. Scolia, Tablet, Bühne. Noch mehr Tablet, noch mehr Scolia. 8 Boards auf Scolia und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 7 und 2.
Also 8 Boards Skolia, 14 Boards Tablet, 2 auf der Bühne, auch mit Skolia. Verrückt. Verrückt. Und dieses riesen Zelt hier. Jetzt geht's nach oben. Das Ganze gucken wir uns noch einmal von oben an. Hier ist gerade Soundcheck. Barbara Streisand. Also hier. Wir müssen mal ganz vorne die Reling. Da ist die Bühne. Da kannst du nichts sagen. Das ist ja ein Mega-Ding. Ich bin total überwältigt. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Hier oben gibt es was zum Essen. Leinwand ist natürlich auch da. Hier direkt. Und diese Bühne, die muss ich auch mal entern noch. Follow aus dem Album The Insanity Abstract Vanish. Das Einwerfen läuft bereits. Hier ist Olympia Eisebach, ist auch dabei. Jawohl. Wir sind noch früh, aber bald geht's los. Und bald ist das hier hoffentlich alles voll. Da seid und ich glaube, das wird ein richtig geiler Abend. Mit mir in der Runde gesessen, haben ein paar Bier und haben überlegt, Mensch, was könnten wir nach der Messe alles machen? Und dann sagt er, mach doch Pelli Pelli. Und ich, wer ist das? Ich kenne die Frau nicht. Ne? Und so sind wir drauf gekommen, ein Dart-Turnier zu machen. Ich habe vorher auch nie Dart gespielt, seit ein paar Monaten meine Frau nicht mehr spiele. Natürlich nicht während der Messe. Was den Abend Dart und finden es so geil, auch mit dem Scoring-System. Danke an Michael für diese Idee. Er wird heute moderieren. Als Unterstützung hat sich der Gabriel in seinem Dartverein Holberg bereit erklärt, hier für die Spielläufe zuständig zu sein. Wenn er sich mal umdreht, alle die hinten das Logo auf dem schwarzen Boden haben, das sind die Schiedsrichter, wenn es Fragen gibt, die Schiedsrichter fragen jetzt an. Vielen Dank an den Holberger Dartverein. Und 180er hast du geworden. Was macht man mit deinem 180er Preis? Das ist nicht mehr. Oder wollen wir spenden? Spenden. Was für den ersten? Den spenden wir. Wir spenden den 180er Preis. Also wir haben gewonnen, wir freuen uns total, aber ich möchte mich total und recht herzlich beim Lechner bedanken, weil ohne den wäre die Veranstaltung heute nicht, oder hätte heute nicht stattgefunden. Das ist eine super Location, das war es erst mit kleinen Mengen die Veranstaltung durchzuführen. Und vor allem mit so einem Publikum. Vielen Dank an euch alle! Dankeschön. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Macht Platz auf der Bühne für die Siegerehrung des Hobbyturniers. Also hier werden heute auch Wünsche erfüllt. Mein Mannschaftskollege, der Benny, darf gleich auf der Bühne 3 Legs gegen Ian White spielen. Ich kann es wahrscheinlich euch nicht zeigen. Erstens, weil Ian White und zweitens, weil ich das Spiel schreiben werde. Also auf jeden Fall ein Riesending. Wenn es nächstes Jahr wieder stattfindet, dann wird es noch besser und noch größer. Unglaublich. Thank you.
Ich mache mein Fazit jetzt mal so hier, weil ich möchte jetzt nicht beim Heimfahren da nochmal ja, drehen, weil es ist mitten in der Nacht, schon nach 12 Uhr. Ja, es war so, dass Ian White auf der Bühne recht gut performt hat, dann auch gleich ein 107er Average mal reingeknallt hat über Best of Five Legs und danach ja, wurde ich dann doch aufgefordert, auch ein Leg wenigstens gegen Ian White zu spielen. Weil, naja, vielleicht hat man gemeint, der arme Schreiberling, der die ganze Zeit nur schreibt, der soll jetzt auch mal da zeigen, was er kann. Ich habe 221er geworfen und habe mich so in den Finish-Bereich gespielt. Ian White hat doppelt verpasst und ich konnte tatsächlich das Leg checken. Ich habe das einzige Leg, was ich gegen einen PDC-Profi jemals gespielt habe, ja, gewonnen. Ich hatte 44 Rest, ich treffe die Triple 4. Wollte natürlich Single Feel für Tops und schau dann zu Ian und sag, ja, ich mach den jetzt aus, gell? Und er sagt, ja, ja, dann machen halt aus, ne? Ein Dart. Und ich habe direkt den ersten auf die Doppel 16 rein und es ist so geil. Ich habe einfach einen Leg gegen Ian White gewonnen und ich beende jetzt hiermit meine PDC-Karriere. Ich spiele nie mehr gegen einen PDC-Profi. Dann kann ich sagen, ich habe alle Spiele, die ich jemals gegen einen PDC-Profi gespielt habe, gewonnen. Und damit bin ich raus für heute. Das Ding ist geil. Es ist ein geiler Abend. Ich fahre jetzt heim. Wünsche euch viel Spaß auf meinem Kanal weiterhin. Und abonniert natürlich das Ding und schaut weiterhin wieder rein. Ich gehe mal davon aus, dass nächstes Jahr auch wieder dieses Gaudi-Dart-Event hier in Miltenberg stattfindet. Und wünsche euch eine gute Nacht und auf jeden Fall gute Darts.